Am Sonntag war auf dem Reutlinger Marktplatz einiges los. Denn der Verein Oldtimer-Freunde Neckaralb Schönbuch e.V. hat zu seinem 14. Oldtimer-Tag eingeladen. Nach 2 Jahren Corona-bedingter Pause präsentierten die Besitzer bei strahlendem Sonnenschein stolz ihre Fahrzeuge. Erst auf dem Marktplatz und später bei der traditionellen Ausfahrt und Vorstellung der Fahrzeuge. Rund 130 Oldtimer gab es zu besichtigen und fotografieren, darunter auch Busse und Motorräder. Und wer etwas genauer wissen wollte, konnte von den Besitzern spannende Informationen erhalten. Einige Stände mit Getränken, Essen, Kuchen und Eis sowie einem Glücksrad sorgten zusätzlich für zufriedene Gesichter.